Hey, Gringo. Mr. Ricketts, come on in. Sit down and have yourself a drink. Sure. Say, any word of Javier Escuela? No, nothing yet. Say, why are you after him anyway? We're old friends. We was kind of educated together. So what is this, some kind of high school reunion sort of thing? Something like that. Well, you've killed people. You live the life. That I have. And I tried to stop. I mean, I don't know. I tried to go straight. I did. I left the gang after the gang left me. Left me to die after I'd been shot. They'd all gone crazy anyhow. Our old leader, a fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Already had me a woman, got me a farm. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. Well, if you don't, someone else will. There's no escape. Look at me. I spent 25 years killing men. Look at me now. Sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink and let's wallow in a little self-pity. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Will you sit down? You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes. Writers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts! I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. You're gonna be all right. Thank you. Both of you. Let's head for Escalera. Tengo pesadillas con todas las personas que he matado. So, weiter geht's doch direkt. Ich hatte ja das letzte Mal mal wieder mitten am Anfang einer Mission aufgehört. Ich weiß, es ist nicht so optimal, aber dann kriege ich mir erst das Zeichen, dass hier Zeit vorbei ist und jetzt fangen wir auch die Mission normal an. Leute, die jetzt das erste Mal meine Let's Plays gucken, empfehle ich nochmal das Ende der letzten Folge zu gucken, weil da wird auch die Mission eingeleitet und ja. I have to find these two men. With respect, how I do it is no concern of yours. Choose your tone wisely, partner. Remember who you're talking to. How could I ever forget? And who are you, John Marston? Apart from a rat feeding every other hand he can find, my name means something. All you've done is kill a few peasants, and the only real outlaw you've taken on dropped you like a bad habit. Now, I politely ask you to watch your tone, Rick. All I'm saying is, maybe there's a reason why people around here don't want to talk. You must miss your family. It's the only thing that keeps me going. You know, you remind me a lot of myself. How I used to be. Stubborn and angry. You ain't changed all that much. You see that? Ja, prison wagons. Die Mission mag ich, wenn das die ist, die ich meine. Nein, das ist nicht die, die ich meine. Aber egal, ich mag sie trotzdem. Da muss ich einfach jetzt hier Geleitschutz dem Zug geben. What the hell? You shot. These men aren't guilty. Ich glaube, ich überhole mal, damit ich rechts rennen kann. Mir ist noch nie aufgefallen, dass der Zug einen Scheinwerfer hat.
Oh, nee, rechts reiten ist ganz schlecht. Ach, ich reite einfach hier. Muss mal gucken, dass ich mich nicht zu weit entferne, weil sonst sind die ohne mich ja so sehr aufgeschmissen. Nein, da kommen sie ja schon. Zug hat mich schon eingeholt mittlerweile und ich kill mal wieder ein paar Rebellen, wo auch immer die sind. Ich sehe sie gerade irgendwie nicht. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, ich muss mit dem Zug, den Zug wieder nur bis Kasamudraga, oder wie das auf Deutsch ausgesprochen wird, folgen, aber ich weiß es nicht. Ich habe nämlich im Endeffekt gar keine Lust, viel weiter mit dem doofen Zug zu reisen. Südwärts, Mars. Ach, ich habe mich zu weit zurückfallen lassen. Der Zug wird ja schon von Assis überfallen. Au, der Tunnel, immer wieder dieser Tunnel. Da war immer so Scharen von den Viechern. Oh mein Gott! Jetzt um die nächste Kurve und wir sind da, falls ich den überhaupt nur bis dahin bringen soll. Vielleicht ja auch noch glatt bis zur amerikanischen Grenze da hinten, aber nein, ich glaube nicht. Ich warte einfach mal hier. Ja, weiter muss ich, glaube ich, nicht. Oder das war jetzt einfach nur ein Zufall. Talk to Louisa. She'll help you and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. Nein, ich musste wir. Oh mein Gott. Boah. Was ist mal los mit mir? Ich kann nicht mehr schießen, ich erschieße ständig die Guten. Ich werde ein paar Mal vom Zug überfahren, ich erschieße meine eigenen Pferde.
bin ich mir ganz sicher, dass Colonel Maliente, oder wie der heißt, zufrieden sein wird. Aliente. Das ist aber gar nicht nett, was sie gerade gemacht haben. Boah, wollte man gerade mal in Ruhe Würfel pokern und dann kommt so weit wieder. Und wieso muss ich das machen? Ach ja, genau, weil ich der Beste bin. Das kann auch gut sein, vielleicht ist der Rest auch zu faul. Ich habe echt ein wenig Lust jetzt zu sterben. Kann ich nicht auch auf den Zug springen? Fuck. Kann ich? Natürlich nicht. Doch, ich wette, ich muss ganz vorne auf den Zug springen. Oh oh. Und? Wie, ich muss erst die Gegner ausschalten. Fuck. Fuck, wo ist er denn? Ach so. Boah, am Arsch. Jetzt muss ich mich aber beeilen, das ist fast über der Grenze. Fuck. Hier sieht's schon wieder so amerikanisch aus. Oh, nett. Wieso explodiert's da unten? Da ist Wasser. Also jetzt kann ich entweder zu Luisa oder wieder zu DeSanta. Ich gucke einfach mal, was näher dran ist und demnach entscheide ich mich dann einfach. Einfach mal wieder in Richtung inneres Mexiko. Gucken wir gleich mal, was näher ist. Ich schätze mal... Ach, den kann ich jetzt gar nicht nehmen. Wo ist denn dann Luisa? Ja, gehe ich zu Luisa. Die ist jetzt erst näher dran und zweitens habe ich keinen Bock mehr auf diese Regierungsfuzzis. Die gehen mir in Amerika schon auf den Sack. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so lange, deshalb werde ich dieses Mal nicht die Mission starten. Oh, da wird wieder einer, da muss jemand, na, egal, wo ich verstehen geblieben, ich werde dieses Mal nicht wieder die Mission starten und dann mittendrin unterbrechen. Sobald ich jetzt da bin, ist der Part beendet. Also wer jetzt keine Lust mehr hat, sich ewiges Gereiter anzugucken, kann jetzt auch schon auf den nächsten Part gehen.